So, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, erstmal vorab. Sehr geehrter Herr Richter, also Sie machen ja Ihrem Nachnamen hier wirklich aller Ehre. Sie richten hier über Dinge, ja, die so überhaupt nicht stehen gelassen werden können. Ja, ich meine, wenn ich überlege, was die SPD alles auf die Beine gestellt hat, damit sie überhaupt hier stehen können, ja, um dann herzugehen, um andere zu richten, und das haben Sie gerade getan, und zwar mit Begrifflichkeiten und mit Begründungen, die so weltfremd sind und überhaupt nicht zusammenpassen. Also, Herr Richter, Wahnsinn. Nee, machen Sie mal keine Gedanken, Herr Gebhardt, wir verstehen das schon. Da brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Ja. So, Herr Mundschenker, ja, auch wir sind gegen jede Form von Extremismus, aber wir haben für viele Sorten von Extremismus, besonders für den Linksextremismus, leider in Sachsen noch viel zu viel Platz gelassen. Der Kampf der Staatsregierung gegen den Extremismus ist meines Erachtens nicht ausreichend. Die Gründung der SOKO Links, überfällig und meines Erachtens auch viel zu klein, mit 20 Mitarbeitern für ganz Sachsen. Wir sind gespannt, was dabei rauskommen soll. Für mich ist es fast nicht möglich, damit arbeiten zu können. Der Linksterrorismus breitet sich von Leipzig aus, über ganz Sachsen aus, ist wie ein Spinnennetz, das dort entsteht, letztendlich unter dem Radar, unter der Wahrnehmung. Versuchter Mord und Brandanschläge sind nur die Spitze des Eisberges. Im Hintergrund fröhliche Vernetzung und Förderung des Linksextremismus. Die Linke fördert die Staatsregierung, schaut weg. Warum keine Konsequenzen für Antifa-Banner vor dem Landtag, keinen Aufschrei wegen Antifa-Graffitis auf der anderen Elbseite, Sie erinnern sich sicherlich, Duldung des Antifa-Jugendkongresses in einer öffentlichen Einrichtung in Chemnitz, alternatives Jugendzentrum Chemnitz, keine Förderung von Projekten gegen Linksextremismus durch weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz. Ja, Herr Gebhardt, es ist aber nicht vergessen, weil sich genau das permanent wieder wiederholt. Und das ist ja nicht ein Einzelfall. Hören Sie auf zu erzählen. Viel schlimmer noch, wenn der Boden für Extremismus aktiv bereitet wird. Beispiel Outlaw Kinder- und Jugendhilfe. Scheint unauffällig, genaues Hinsehen, offenbart aber anderes. AD-AD-Konzert auf dem Gelände des Outlaw-Jugendhauses in Riesa. Raumvermietung, Untervermietung an den Roten Baum e.V., dürfte Ihnen auch, eventuell auch was sagen. Ja? Fachter der offenen Kinder- und Jugendarbeit zum Umgang der Polizei. Dezember 2019 in Dresden. Programm war, ich zitiere, wie verhalten wir uns in Krisensituationen gegenüber der Polizei? Wie schützen wir die uns anvertrauten Kinder? Also wir müssen die Kinder gegen die Polizei schützen. Und wie gelingt eine kooperative Zusammenarbeit? Zitat Ende. Jugendarbeit ist an Recht und Gesetz gebunden. Punkt. Polizei wird als Störenfried gesehen, kein Respekt vermittelt. Und das ist eins der Probleme. AC, AB auf Shirts und Häuserwänden sind das Ergebnis. Outlaw, da wo der Name Programm wird. Outlaw ist politische Vorfeldorganisation nicht nur der Grünen, sondern auch der Linken, gegründet von einem grünen Stadtrat. Da schließt sich doch der Kreis, meine Damen und Herren. Outlaw erhielt Hunderttausende von Euro Fördermittel vom Freistaat Sachsen, zuletzt 2016 240.000, 2015 208.000, 2014 193.000. Sagen Sie doch nicht, ist nicht wahr. Die Zahlen sind doch da. Das reicht vielen linksgrünen Politikern offensichtlich nicht. Frau Ministerin Meyer will noch mehr Steuermittel für bunte Vereine. Frau Meyer fordert die Abschaffung des LFV, Ersetzung durch eine neue Behörde, eine effektive Terrorabwehr. Warum Terrorabwehr, Frau Ministerin? Sollten wir uns nicht vielleicht erstmal um den Extremismus, um die Extremismusabwehr kümmern? Ja, natürlich nicht. Es gibt ja gar keinen linken Terror in Sachsen. Genau. Und genau das antwortet dann ja auch noch die Staatsregierung, die ein paar Wochen später selber davon spricht, dass die Anfänge von Terror zu erkennen sind. Herr Lippmann, so sieht es doch aus. Entschuldigen Sie bitte mal. Und ja, das Lied Advent, Advent an Bulle brennt ist da schon ein Stück weit die Krönung, muss ich ganz ehrlich sagen, Frau Ministerin. Und die Mitgliedschaft in der Punkband mit menschenverachtenden Liedgut, mit jungem Alter, spielen Sie runter, ich bin jung und unerfahren, wahrscheinlich brauchen Sie das Geld. Verkaufen Sie uns doch bitte nicht für dumm. Gleichzeitig gehen Sie nämlich her
wollen das Wahlrechtsalter Kollege auf 14 Hörter, Jahre herabsetzen. Den trauen Sie mit 14 Jahren dann wieder die Verantwortung zu, die Sie selber ablehnen, weil Sie ja so jung gewesen sind. Das passt doch alles nicht zusammen. Wer A sagt, meine Damen und Herren, der muss auch B sagen. Vielen Dank.